Das erste Highlight des Tages ist die Keynote. Hier ist der Gründer, hier ist der Chef, hier ist der kreative Kopf. Ladies and Gentlemen, hier ist Stefan Hamann. Ja, es ist absolut beeindruckend, euch hier zu haben. Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen in Duisburg. Duisburg ist für uns die natürliche Weiterentwicklung hinter der Idee des Community Days. Es geht ja darum, dass wir in einer entspannten, in einer authentischen Atmosphäre mit möglichst vielen von euch in den Austausch gehen, dass wir miteinander reden, dass wir gemeinsam neue Ideen entwickeln. Und damit das mit möglichst vielen von euch ja möglich ist, haben wir unsere Heimat, das westliche Münsterland, verlassen, um mehr Platz für uns alle zu schaffen. Also hier sind wir jetzt. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Ich habe heute extrem viel mit euch vor, also seid gespannt. Wenn man an unser Leitthema Beyond Horizon denkt, dann denkt man unweigerlich an die Zukunft, an Science Fiction. Uns geht es heute aber nicht um biertrinkende Roboter, Raumschiffe oder fremde Planeten. Vielmehr verbinden wir mit Beyond Horizon eine Einstellung auf sich und die Welt zu blicken. Es geht darum, dass wir unsere Komfortzone verlassen. Darum, dass wir den Blick ins Unbekannte wagen, dass wir mit vielen neuen Ideen und Impulsen nach Hause gehen. Beyond Horizon ist für uns diese unschlagbare Kombination aus Vorstellungskraft und Mut. Der Stoff, aus dem Erfolg gemacht wird. Vorstellungskraft ist ein schönes Wort. Kraft bedeutet ja, dass wir Dinge vorantreiben, dass wir Dinge auf den Kopf stellen, dass wir Dinge verändern. Und diese Fähigkeit, uns Dinge vorzustellen, die Kreativität sozusagen einzusetzen, wird uns bei der Geburt eingeimpft. Kinder haben das in Perfektion drauf. Und wenn wir einen Blick in die Zimmer unserer Kids werfen, ist das immer wieder für eine oft meistens positive Überraschung gut. Letzte Tage bin ich ins Kinderzimmer von meinem Sohn Fabian und dort habe ich dieses monumentale Bauwerk entdeckt. Und wer sich jetzt fragt, was das weiße Laken im Hintergrund soll, ich hatte Fabian gebeten, aufzuräumen. Mich hat die Geschichte dahinter interessiert. Also habe ich mir genau erklären lassen, was dort eigentlich passiert. Und das in aller Kürze für euch. Wir sehen hier unten den König des Eisens. Und er betreibt dort oben in seinem Laborturm richtig fiese Forschung. Mit dem Ziel, immer neue bösartige Maschinen zu bauen, um das Volk der Astrokletterer, das sind diese Typen, die dort an dem Turm hängen, zu versklaven. Zum Glück sind diese nicht auf den Kopf gefallen und stehen kurz vor dem entscheidenden Sieg. Habt ihr euch gedacht, oder? In Fabians Vorstellungskraft verschwindet sein Kinderzimmer. Er erlebt interplanetarische Raumschlachten, während ich im Keller sitze und an irgendwelchen Keynotes arbeite. Auf der Suche nach Schätzen und Geheimnissen durchlebt er unglaubliche Abenteuer. Und er unternimmt Ausflüge in die ferne Zukunft, um die drohende Roboterrebellion möglicherweise doch noch zu verhindern. Und diese Gabe, uns Dinge vorstellen zu können, der Fantasie freien Lauf zu lassen, ist bei uns allen tief verwurzelt. Mit der Zeit jedoch übernimmt das rationale Denken die Oberhand. Wir werden immer besser darin, Fantasie von Wirklichkeit zu unterscheiden. Und am Ende blicken wir aus dem Fenster und sehen keine Raumschiffe oder Aliens mehr, sondern nur noch den kalten, nackten Sternenhimmel, zumindest die meisten von uns. Woran liegt das? Ungefähr ab dem 5. Lebensjahr fangen wir an, all diese Ideen und all die Gedanken, die wir haben, durch einen selbst erschaffenen Realitätsfilter zu jagen. Und diesen Filter entwickeln wir intuitiv weiter. Der arbeitet am Ende so effizient, dass jeder Gedanke, jede Idee seinen Weg durch diesen Filter nehmen muss und das meiste davon eben auf diesem Weg verschwindet. Und dieser Filter ist gewissermaßen das genaue Gegenteil von Vorstellungskraft. Der führt dazu, dass wir wie durch einen Nebel auf die Welt schauen, dass wir wichtige Trends verpassen. Und es gibt viele Beispiele von großen Persönlichkeiten, denen man erstmal eine Menge Expertise unterstellt, wo man denkt, naja, wenn der keine Ahnung hat, dann weiß ich es auch nicht mehr. Die hoffnungslos daneben lagen, wenn es um einen Blick über den Tellerrand ging. Wir haben zum Beispiel den Microsoft Steve, der sich nie und nimmer vorstellen konnte, dass sich das iPhone jemals durchsetzen wird. Wir haben Gottlieb Daimler als Erfinder des Autos, der fest davon überzeugt war, dass der Mangel an Chauffeuren dazu führt, dass seiner Erfindung kein allzu großer Erfolg beschert sein wird.
Oder dieser Knaller hier, Chef des amerikanischen Patentamts, der vor 120 Jahren dachte, dass alles, was erfunden werden kann, bereits erfunden wurde. Schade, dass er heute nicht hier sein kann. Ich bin mir ganz sicher, ihr kennt viele weitere Beispiele. Das Resultat ist nämlich immer dasselbe. Zu wenig Weitblick sorgt dafür, dass man wichtige Chancen im Leben verpennt. Also muss unser Ziel sein, dass wir unseren Realitätsfilter durchlässiger machen, dass wir mehr von den geilen Ideen die Schwelle zur Wirklichkeit überschreiten lassen. Und wir müssen unsere Vorstellungskraft kultivieren, denn das ist was unglaublich Tolles. Damit sind wir in der Lage, nach vorne zu blicken. Wir sind in der Lage, eine Ahnung zu entwickeln, wohin uns unsere Ideen oder wichtige Trends führen können. Ein Stück weit geht es also darum, auch heute darum, die Bastelschere rauszuholen und wieder dieses Kind zu sein, was glaubt, mit einem Pappkarton zum Mond fliegen zu können. Das Problem ist ja oft nicht der Mangel an Ideen. Wir alle kennen diesen einen Kumpel, der angeblich die Idee zu YouTube hatte. Diesen Schwippschwager dritten Grades, der das Konzept hinter Spotify erfunden hat. Oder der Taxifahrer, der bis heute behauptet, das Master Brain hinter MyTaxi zu sein. Und diese Beispiele haben alle eins gemeinsam. Eine Idee alleine ist nichts mehr als Schall und Rauch. Und was ist so eine Idee wert? Die Antwort ist ganz einfach. Eine Idee, ohne den Mut zu haben, diese auch verwirklichen zu wollen, ist nichts wert. Neben Vorstellungskraft benötigen wir also Mut. Mut, damit unsere Ideen erfolgreich werden. Wir müssen den Mut aufbringen, an unsere Ideen zu glauben, den Mut aufbringen, anderen von unseren Ideen zu erzählen und den Mut aufbringen, unaufhaltsam an der Realisierung unserer Ideen zu glauben. Und das ist gerade in der heutigen IT- und E-Commerce-Welt unglaublich schwierig, denn diese Welt wird im Wesentlichen von vier digitalen Supermächten dominiert. Und in diesem Umfeld ist es schon eine riesige Herausforderung, an die Chancen und Möglichkeiten seiner Ideen zu glauben. Zumal uns die Branchenpropheten jeden Tag erzählen, dass wir in dieser Welt der Plattform maximal noch Platz auf den Zuschauerbänken haben. Wir sehen das anders. Alles im Leben unterliegt bestimmten Zyklen. Und das trifft natürlich auch auf die Entwicklung und auf die Marktposition von Firmen zu. Und jemand, der genau weiß, wovon er redet, hat das gut auf den Punkt gebracht. Benedict Evans sitzt sozusagen mitten im Geschehen im Silicon Valley und der hat im Grunde Folgendes gesagt. Diese Zyklen sind so weitläufig, dass wir häufig gar nicht bemerken, dass es sie gibt. Und wenn wir mal einen Blick in die Vergangenheit werfen, wird das um einiges klarer. IBM oder auch Big Blue war der beherrschende IT-Konzern der 80er Jahre. In den 90ern hat Microsoft diese Rolle übernommen, den Markt für Desktop-Betriebssysteme, den Markt für Office-Anwendungen dominiert. Die heutigen Fantastic Four sind Google, Apple, Facebook und Amazon, die mit ihren Plattformen angetreten sind, die Welt zu beherrschen. Ich persönlich kann mir kaum vorstellen, dass alles bereits erfunden worden ist. Ich kenne keinen Grund, warum der heutige Status quo dem Status quo in 15 oder 20 Jahren entsprechen sollte. Die Welt verändert sich. Es entstehen pausenlos neue Chancen und Möglichkeiten für uns alle. Und nicht falsch verstehen, wahrscheinlich werden Google, Apple und Amazon auch in 10 Jahren noch am Markt sein. Bei Facebook bin ich mir nicht so sicher. Wer weiß, vielleicht sitzt heute jemand im Publikum, der mit seiner Idee in Zukunft Milliarden verdient. Und falls das so ist, dann erzähl mir später von deiner Idee. Über den Horizont zu blicken und Neuland zu entdecken, das erfordert Vorstellungskraft und Mut. Und das ist das, worum es heute geht. Es geht darum, dass wir unseren Erfindergeist, unseren Pioniergeist wiederentdecken und mit Vorstellungskraft und Mut viele neue, großartige Ideen entwickeln. Und das ist auch das, was uns heute in den über 40 Talks rund um den Tag begleiten wird. Es geht darum, aus verschiedenen Perspektiven auf das Leitthema zu schauen, dafür zu sorgen, dass wir über den Tellerrand blicken und neue Impulse mit nach Hause nehmen. Und um neue Impulse geht es auch bei meinem nächsten Thema. Auch das hat viel mit Vorstellungskraft und Mut zu tun. Es geht um die gewaltigen Auswirkungen, die neue Technologien auf uns alle haben und ganz besonders auch auf den Onlinehandel. Und wenn wir uns fragen, was war eigentlich die letzte große Erfindung, die den Onlinehandel massiv verändert hat, dann war das mit Sicherheit die Erfindung des Smartphones in der heutigen Form. Es hat die Art und Weise, wie wir denken, handeln und fühlen, verändert. Und man kann ohne Zweifel sagen, dass unsere heutige Gesellschaft
nicht nur aufgrund des Smartphones, aber mit Sicherheit auch aufgrund des Smartphones. Eine andere ist wie noch vor 10 Jahren. Ich glaube, der liebe Steve war 2007 nicht alleine mit seiner Einschätzung. Nur wenige Menschen haben sich vorstellen können, mit welcher Durchschlagskraft und in welcher Geschwindigkeit das Smartphone seinen Siegeszug antreten würde. Und das hat damit zu tun, dass wir Menschen eher linear denken. Wir tun uns verdammt schwer damit, exponentielle Entwicklungen zu erkennen und zu verstehen. Wir sehen diese Schwellen nicht, die wir regelmäßig überschreiten und nach denen alles anders ist als zuvor. Wir bei Shopware glauben, dass wir aktuell wieder an so einer Schwelle stehen. An so einer Schwelle, an der eine exponentielle Entwicklung einsetzen wird, die alles, was wir kennen, auf den Kopf stellen wird. Die Zukunft steht gewissermaßen vor der Tür. Und die ersten Vorboten dieser Zukunft in Form von semi-intelligenten Sprachassistenten und neuartigen Endgeräten sehen wir schon heute. Wenn wir aber mal ganz ehrlich sind, so richtig geil ist das alles noch nicht. Man stirbt auf jeden Fall nicht, wenn man das alles nicht hat. Ich vielleicht schon. Aber, und das ist wirklich entscheidend, große Dinge kündigen sich häufig klein an. Und spannend wird es dann, wenn wir unsere Vorstellungskraft nutzen, wenn wir überlegen, wohin werden sich diese Technologien weiterentwickeln? Was passiert eigentlich, wenn man diese Möglichkeiten zu neuen Produkten kombiniert? Die Dinge, die dann entstehen, haben das Potenzial, einen so gewaltigen Mehrwert für uns Menschen zu erzeugen, das, was jeder haben will. Und wenn das jeder hat, wird das natürlich auch einen unmittelbaren und heftigen Effekt auf den Onlinehandel der Zukunft haben. Aus unserer Perspektive wird das sehr, sehr bald passieren. Das wird jede Menge neue Möglichkeiten, aber auch große Herausforderungen mit sich bringen. Wir haben uns also vor einiger Zeit die Frage gestellt, was genau wird sich eigentlich verändern? Worauf werden die Schwerpunkte in einem Onlinehandel der Zukunft liegen? Und wie müssen wir uns alle dann neu erfinden? Wie muss sich Shopware als Produkt verändern, damit wir perfekt auf diese Entwicklung vorbereitet sind? Schauen wir uns mal an, welche Trends in der Zukunft entscheidend sein werden. Wir Menschen werden auch in Zukunft in der Mitte der Betrachtung stehen. Egal wie viele bahnbrechende Technologien auch kommen mögen, ohne Mehrwerte für uns sind diese vollkommen nutzlos. Ähnlich wie heute wird der Onlinehandel auf 2 verschiedenen Ebenen stattfinden. Wir haben den, eher langweiligen, den prozessgesteuerten E-Commerce, wo es im Grunde nur darum geht, dass man ein Produkt, welches man exakt kennt, so günstig wie möglich, as soon as possible, zu sich nach Hause geliefert bekommen möchte. Demgegenüber steht der spannende E-Commerce, der E-Commerce, wo es darum geht, sich inspirieren zu lassen, neue Produkte zu entdecken, einzutauchen sozusagen in Produktwelten. Und wenn man sich fragt, was wird wohl mit dieser eher langweiligen Ausprägung des Onlinehandels passieren, dann ist die Antwort relativ simpel. Das meiste davon wird wegautomatisiert. Warum ist das so? Eine Menge von den Technologien, die wir gerade gesehen haben, die wir alle kennen, befinden sich ja auf dem Weg in den Mainstream und zielen ja genau darauf ab. Die zielen darauf ab, uns mehr Zeit zu verschaffen, uns frei zu machen. Frei zu machen von langweiligen Routineaufgaben. Und diese Dinge werden nicht nur den Arbeitsmarkt der Zukunft verändern, sondern auch die Kernidee des Onlinehandels. Wir alle wissen, nichts ist so mächtig wie die menschliche Bequemlichkeit. Und alles, was Bequemlichkeit verspricht, wird sich auch durchsetzen. Der Mensch, und das beobachten wir schon heute, will nicht mehr in Schubladen oder Schablonen gesteckt werden. Jeder möchte ein möglichst individuelles Einkaufserlebnis geboten bekommen. Selbst die Produkte will man tendenziell eher nicht mehr von der Stange. Sie sollen perfekt ausdrücken, wie ich als Mensch bin. Menschen der Zukunft kaufen noch mehr als heute Individualismus, Optimismus und Werte. Und gerade in einer Welt, die von Automatisierung geprägt sein wird, werden Erlebnisse immer wichtiger. In unserer Vision von einem Onlinehandel der Zukunft wird das Erlebnis die Schlüsselrolle in der Kommunikation mit dem Kunden einnehmen. Und die neuen Technologien, die sich hier auf dem Weg befinden, öffnen auch hier die Tür zu einer neuen Welt, wo es möglich sein wird, plastisch in Einkaufswelten abzutauchen, Produkte so zu erleben, als wenn ich sie im Prinzip schon zu Hause bei mir in der Küche oder im Wohnzimmer stehen habe. Das Einkaufserlebnis von morgen wird in Sachen Haptik und Gefühl dem Besuch in einer belebten Einkaufsmeile in nichts mehr nachstehen.
Automatisierung, Individualität und Erlebnis. Das sind aus unserer Sicht die Säulen, auf denen der Onlinehandel der Zukunft stattfinden wird. Und diese Trends waren der Zündfunke hinter einer Idee. Wir haben uns überlegt, wenn wir also aus dieser Zukunftsvision ein Softwarefundament für morgen gießen wollen, sozusagen eine neue Basis für alle Shopware-Produkte der Zukunft, dann müssen wir dabei Folgendes gewährleisten. Das Ganze muss so individuell sein, wie wir Menschen sind. Es muss so vieles automatisieren, wie irgendwie möglich. Und am Ende des Tages muss ein Produkterlebnis geboten werden, was so spannend inszeniert ist wie ein Blockbuster. Und jetzt gucken wir uns an, was aus dieser Idee geworden ist. Wir sind mit dieser Idee als Grundlage, also der Schaffung einer neuen Softwarebasis für die Zukunft 2016 gestartet. Und wir haben das Ganze mit dem kombiniert, von dem wir wissen, dass es richtig gut funktioniert. Wir haben sozusagen diese Idee mit unserer DNA verheiratet. Und im weiteren Verlauf haben wir intensiv mit euch zusammengearbeitet. Wir haben Umfragen durchgeführt, wir haben Anforderungen aufgenommen und das Ganze im Rahmen von Thinktanks mit euch diskutiert. Daraus ist das Feinkonzept für eine vollkommen neue technische Basis für Shopware entstanden, die aus einem neuen Kern und einer neuen Administration bestehen soll, wo Automatisierung, Individualisierung und Erlebnis im Mittelpunkt stehen. Und das haben wir in den Folgemonaten danach massiv weiterentwickelt. Letztes Jahr auf dem Community Day haben wir euch den aktuellen Status Quo präsentiert, also den neuen Kern und den neuen Admin. Welche Frameworks werden dort in Zukunft zum Einsatz kommen? Welche Schwerpunkte setzen wir? Wie wird das Ganze aussehen und welche Mehrwerte wird das mit sich bringen? Und wir haben an diesem Tag, aber auch an den Folgetagen jede Menge Anregungen von euch bekommen und auf dieser Basis die Einzelteile zu einem ersten Prototypen zusammengesetzt. Im Herbst letzten Jahres haben wir dann einen großen Hackathon veranstaltet in Münster mit über 100 Entwicklern aus der Community. Und wir haben gemeinsam uns die Konzepte angeschaut, die Ideen, den Status Quo, den Prototypen und konnten einen Haken hinter die meisten technischen Fragen an dieser Stelle machen. Ja, seitdem ist super viel passiert. Wir haben gewaltige Fortschritte gemacht und all das wird richtig, richtig cool. Bevor wir uns das aber genauer anschauen und über die nächsten Schritte sprechen, lasst uns mal eben einen Blick in die Zukunft werfen. Was soll eigentlich mit dieser technischen Basis passieren? Wir haben da den vollständig neuen Shopware-Kern, der für positive Schnappatmung bei den Entwicklern sorgen wird. Und einen neuen Admin, der nicht nur technisch auf der Höhe der Zeit ist, sondern auch für erheblich mehr Produktivität und Intelligenz sorgen wird. Das wird die Basis hinter allen zukünftigen Shopware-Produkten. Insbesondere wollen wir damit aber eine richtig geile neue Version, einen geilen Nachfolger von Shopware 5 auf den Markt bringen. Bis dahin wird es noch einen kleinen Augenblick dauern, um jetzt schon mal ein erstes Gefühl dafür entwickeln zu können, wie das Ganze aussehen wird, wie sich das anfühlen wird und welche Mehrwerte das mit sich bringt, haben wir einen kurzen Trailer mitgebracht. Schauen wir uns das mal an. Thank you.
Ja, danke ans Design für diesen tollen Trailer. Das Ganze soll natürlich später nicht nur in 60 Sekunden Hochglanzgeil rüberkommen, sondern auch in einem richtig, richtig guten Produkt münden. Und damit das klappt, brauchen wir eure Hilfe. Wir müssen sicherstellen, dass wir nicht nur die Herausforderungen der Zukunft berücksichtigen, sondern auch eure Bedürfnisse in der Gegenwart natürlich. Deshalb wollen wir den weiteren Weg mit euch gemeinsam gehen. Wir wollen im Herbst eine große finale Feedbackschleife drehen, um dem Ganzen den nötigen Feinschliff geben zu können. 2018, die Angabe der Jahreszahl ist bei solchen Dingen immer wichtig. Im Herbst bekommt ihr all das, was wir gerade im Trailer gesehen haben. Das Ziel ist relativ einfach. Wir wollen so viel Feedback wie irgendwie möglich von euch. Wir wollen euch aber nicht einfach nur die Technologie vor die Füße werfen, so nach dem Motto, guckt mal, was ihr damit macht, sondern wir wollen euch von Anfang an einen Mehrwert bieten. Und dieser Mehrwert hat ganz viel mit dem heutigen Leitthema zu tun. Also, worum geht's? Wer von euch hatte denn früher so einen oder so einen ähnlichen Experimentierkasten? Bitte mal aufzeigen. Ich bin stolz auf euch. Sehr gut. Ich hatte tatsächlich diese beiden, zumindest kurzzeitig. Wir glauben, dass es für uns heute alle wichtig ist. Wir glauben, für uns ist es heute wichtiger denn je zuvor, zu experimentieren und darüber neue Ideen zu entwickeln. Und deshalb präsentieren wir euch voller Stolz den Shopware-Experimentierkasten. Das klappt heute super mit dem Applaudieren. Wir bei Shopware sind ja handwerklich nicht begabt. Wir wären gar nicht in der Lage, solche tollen Kartons zu falten. Wir entwickeln Software und wir haben uns unser Leitthema Beyond Horizon zu Herzen genommen und überlegt, wie ein in Software gegossener Experimentierkasten aussehen könnte. Und dabei herausgekommen ist die Idee zu Playground. Playground wird eine Plattform, wo wir gemeinsam experimentieren können, wo wir Dinge auf den Kopf stellen können. Sozusagen neben Vorstellungskraft und Mut das passende Werkzeug, was ich brauche, um all die verrückten Ideen, die ich im Kopf habe, auch umsetzen zu können. Und all das passiert auf Basis der neuen technischen Grundlage, die wir gerade kennengelernt haben. Wir schlagen damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr könnt alles ausprobieren, ihr könnt uns Feedback schicken. Ihr könnt aber auch direkt von den neuen Möglichkeiten profitieren, die sich auf Basis der neuen Technologie ergeben. Und jetzt ziehen wir mal schnell die Laborkittel über und gucken uns an, wie das Ganze aussehen wird im Herbst. Ihr werdet nichts installieren müssen. Es ist im Grunde alles fertig. Ihr könnt euch einfach mit eurer Shopware-ID einloggen und los geht's. Nach dem Login befindet man sich im sogenannten Playground Launchpad. Und das ist eine Verwaltungsoberfläche, wo ich im Grunde beliebig viele Projekte anlegen kann. Jedes Projekt ist hierbei eine abgeschlossene Umgebung, in der sich der aktuelle technische Stand von uns befindet. Und ihr könnt diese Umgebung verwenden, um auf Basis der neuen Technologie zu experimentieren, auszuprobieren und zu testen. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Wir legen also jetzt ein neues Projekt an, geben dem Ganzen einen Namen und mein Bruder, der Sebastian, darf auch auf das zugreifen. Und dann klickt man im Grunde einfach auf Erstellen. Das Projekt wird im Hintergrund erzeugt und angelegt und ich kann nach wenigen Sekunden mit diesem Projekt arbeiten. Wir gucken uns das Projekt jetzt mal an, gehen da also rein und werden sofort nach wenigen Sekunden von dem neuen Admin in Empfang genommen. Also sozusagen der Dreh- und Angelpunkt, um dem sich alles sozusagen abspielt. Wir haben da oben sozusagen in dem blauen Kasten eben nochmal den Hinweis zum Thema Feedback. Testet das Ganze, probiert das aus. Das wird ja auch die Basis sein für das Nachfolgeprodukt von Shopware 5. Sprich, wir finden eine Menge Funktionen dort, die auch später zum Tragen kommen werden, wo uns euer Feedback enorm wichtig ist. Eine Etage tiefer haben wir die Mehrwerte, die Playground liefert. Zum einen das Thema grüne Wiese. Playground basiert ja auf dem neuen Shopware-Kern. Und ein Mega-Feature des neuen Kerns ist es, dass alles über die API sozusagen gemacht werden kann. Wir haben alle Frontend, alle Backend-Funktionalitäten komplett über die API gekapselt. Ihr könnt damit Projekte auf der grünen Wiese starten, euch vom Korsett sozusagen eines klassischen Online-Shop-Systems befreien und Shopware so tief in eure Ideen integrieren, wie es notwendig ist.
Direkt daneben finden wir das, was wir in jedem Experimentierkasten finden, einen Katalog an fertigen Versuchen. Wir haben jede Menge Ideen, jede Menge Ansätze sozusagen mitgeliefert. Da könnt ihr reinschauen, ihr könnt euch davon inspirieren lassen und könnt diese Dinge, die dort stattfinden, eben als Blueprint, als Vorlage für die Umsetzung eurer eigenen Ideen zunutze machen. Ja, wenn man sich da weiter durchklickt, dann findet man viele Funktionen, die man üblicherweise auch in einem Shop-System erwartet. Man kann natürlich Kategorien, Kataloge verwalten, all diese Dinge, die später auch in einer neuen Shopware-Version wichtig werden. Ihr könnt Produkte anlegen, ihr könnt die Produkte bearbeiten und da ist uns der direkte Vergleich zu Shopware 5 wichtig. Also schaut euch das genau an, wie fühlt sich das an, welche Funktionalitäten gefallen euch, welche Funktionalitäten fehlen euch. Testet das Ganze auf Herz und Nieren. Und dann interessiert uns natürlich der direkte Vergleich zu Shopware 5. Es wird auch möglich sein, die Daten aus eurer bestehenden Shopware 5-Installation zu übertragen, um eben Experimente und Versuche auf Basis von echten Daten durchführen zu können. Und auch dieser Prozess kann ab Herbst ausprobiert werden. Auch hier ist uns Feedback extrem wichtig, weil wir natürlich sicherstellen wollen, dass dieser Vorgang später so intuitiv und einfach wie irgendwie möglich funktioniert. Ja, jetzt steigen wir mal ein bisschen tiefer ein. Die Grundidee ist ja, dass ihr experimentieren können sollt, dass ihr verrückte Dinge anstellen sollt. Und da ist der Dreh- und Angelpunkt, der Startpunkt des Ganzen, unsere API. Und wir haben einen API-Browser sozusagen ganz fest im Playground integriert, wo man eben sieht, was alles auf Basis des neuen Shopware-Kerns möglich ist. Wir finden dort alle Funktionen, die der neue Shopware-Admin bietet, aber auch alle Funktionen, die ich brauche, um ein funktionierendes E-Commerce-Frontend abzubilden. Ich kann damit zum Beispiel native Apps mit Daten befeuern, ich könnte Shopware in meine Hardware-Projekte integrieren oder vollkommen neuartige E-Commerce-Anwendungen für Augmented oder Virtual Reality-Endgeräte konzipieren. Der Vorstellungskraft sind an dieser Stelle keine Grenzen gesetzt. Und für alle, die weniger technisch einsteigen wollen, haben wir eben diesen Katalog an fertigen Experimenten. Dort findet man nicht nur die Ansätze, sozusagen, an denen wir forschen und entwickeln, sondern da ist die Idee, eine gemeinsame Plattform zu schaffen. Eine Plattform, wo wir eben Ideen und Inspiration austauschen können. Also ist jeder aufgerufen, auch eigene Experimente, die er erstellt hat, eben auf dieser Plattform hochzuladen, damit wir alle eine gemeinsame Basis haben, wo wir uns immer wieder sozusagen neu entdecken können. Dort findet man eben viele fertige Ansätze, die man dann per Klick in seinen Playground übernehmen kann. Das Ganze kann man als Ausgangsbasis eben für eigene Projekte verwenden. Und jetzt gucken wir uns mal eines dieser Projekte im Detail an. Bei diesem Beispiel geht es um das Thema Shopping-Partys, also das Konzept der Tupper-Party, das sind die mit den Plastikschüsseln, mit Shopware zu verbinden. Wir haben da also im Grunde unsere API genommen, haben die mit Facebook verheiratet und das Ganze mit einem Livestream verknüpft. Und das Ergebnis gucken wir uns mal ganz kurz an. Das da bin ich, wie ihr seht. Und da ist eben die Idee, ich kann auf einer einzelnen Seite, auf einer Single-Page sozusagen meine Facebook-Freunde einladen, an meiner Party teilzunehmen, wo ich denen eben ein Produkt präsentiere. Die können das Geschehen live kommentieren, mir Fragen stellen. Und wenn die völlig überzeugt sind, können die auf derselben Seite ohne Reload oder Bruch das Produkt auch schlussendlich kaufen. Der Checkout findet auf derselben Seite statt. Und entweder mache ich das richtig gut und mache eine Menge Kohle oder ich habe anschließend erheblich weniger Facebook-Freunde. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, was man für Dinge mit Playground machen kann. Und wenn man das Ganze jetzt haben will, dann klickt man im Endeffekt nur auf den Button Experiment ausprobieren. Das Ganze wird in Playground übernommen. Das sehen wir hier auf der rechten Seite, Verkaufskanäle. Dort sozusagen sehe ich das Party-On-Experiment. Das wird dort automatisch eingebunden. Ich kann das Ganze konfigurieren, ausprobieren oder mir eben anschauen, wie ist das gebaut worden, was davon kann ich eigentlich für die Realisierung meiner Ideen weiterverwenden. Ich bin damit in der Lage, Ideen anzutesten, mir Inspiration zu holen und diese Dinge so zu transformieren, dass sie perfekt zu meinem Geschäftsmodell passen. Playground, eine Plattform, wo es darum geht, dass wir unsere und eure Ideen immer wieder neu kombinieren können, dass wir die neu zusammenstecken können, dass wir gemeinsam an einem E-Commerce der Zukunft entwickeln können, dass wir nicht nur reden und philosophieren, sondern tatkräftig anfassen und diese Zukunft gemeinsam beeinflussen. Ja, alle, die jetzt heiß sind wie Frittenfett, die nicht mehr bis Herbst warten können, der aktuelle Stand von Core und Admin befindet sich bereits auf GitHub. Unter der nachfolgenden Adresse könnt ihr das Ganze auschecken, ausprobieren und uns schon heute Feedback zukommen lassen.
Dankeschön. Und wer bereits heute vor Ort tiefer einsteigen möchte, wir haben zwei spannende Talks zu den Bauteilen, zu der Architektur dahinter. Einmal den Kern betreffend, welche Frameworks kommen dort zum Einsatz, wie ist das Ganze genau verschaltet, wie funktioniert das? Und eben dem Counterpart, dem neuen Admin, eigentlich mit ähnlichen Fragestellungen, sozusagen technische Talks, das muss ich an dieser Stelle betonen, wo man eben sehr viel tiefer heute vor Ort einsteigen kann. Ja, der Herbst wird eigentlich ein Frühling bei dem, was uns dort erwartet, oder? Ihr werdet das erste Mal die neue Technologie live erleben können, an der wir seit rund 2 Jahren arbeiten. Und wir sind schon heute total gespannt auf euer Feedback. Vor allem freue ich mich aber auf die vielen neuen, verrückten Ideen, die ihr mit Playground umsetzen werdet. So, das lassen wir mal ganz kurz sacken und dann begeben wir uns zurück ins Hier und Heute. Bis zum Herbst dauert es ja noch etwas. Und heute geht niemand mit leeren Händen nach Hause. Wir haben jede Menge coole neue Dinge dabei, von denen wir alle, ohne warten zu müssen, direkt profitieren können. Und mit uns allen meine ich alle Menschen im Shopware-Ökosystem. Über 80.000 Shopbetreiber, Partner und Entwickler, rund 15.000 mehr als noch letztes Jahr. Und wenn wir da mal in die Mitte schauen, dann entdecken wir die große 5. Und man muss absolut kein Prophet sein, um zu wissen, was jetzt kommt. Wir haben natürlich, Trommelwirbel, eine neue Shopware-Version mit dabei. Shopware 5.5 steht in den Startlöchern und bringt jede Menge cooler neuer Möglichkeiten mit sich. Bei der Entwicklung standen für uns 3 Themenbereiche im Mittelpunkt. Es geht um das Thema Weitblick, passend zum Leitthema, den Blick über den Tellerrand zu wagen. Es geht darum, neue Möglichkeiten zu entdecken, zu wachsen. Und es geht darum, das mit Hilfe von Wissen möglichst schlau zu machen. Wenn wir den Blick über den Tellerrand unseres Ökosystems wagen, dann sehen wir die großen Ökosysteme, die links und rechts neben uns koexistieren. Das sind die Open-Source-Technologien, auf denen Shopware aufbaut. Und eine dieser Technologien ist PHP, sozusagen die, ja, die Technologie, die, auf die Shopware sozusagen im Grunde aufgesetzt hat. Und auch diese Technologien entwickeln sich permanent weiter. Von PHP zum Beispiel erscheinen regelmäßig neue Versionen und die bringen massive Geschwindigkeitsverbesserung. Die sorgen für eine höhere Qualität und Zuverlässigkeit. Und Shopware ist grundsätzlich mit all diesen PHP-Versionen kompatibel. Das ist so lange richtig, bis ihr auf die Idee kommt, eines der vielen verschlüsselten Plugins aus unserem Store zu installieren. Dann nämlich macht ihr Bekanntschaft mit diesem unsympathischen Typen hier. Der arbeitet bei der Firma IonQ, das ist der Hersteller dieser Verschlüsselungslösung, die dort zum Einsatz kommt. Und er ist im Grunde dafür zuständig, dass es maximal lange dauert, bis IonQ kompatibel ist zu einer neuen PHP-Version. Man kann sagen, bis die Fessel wieder passgenau an euren Shops heftet. Und das, liebe Community, das geht so nicht weiter. Und das, was jetzt folgt, hat keinerlei persönliche Hintergründe. Aber ich habe absolut keinen Bock mehr auf diese Fesselspielchen. Das passt einfach nicht zu unseren Unternehmenswerten und auch nicht zum Geist einer offenen, progressiv denkenden Community. Und wir haben ja deshalb 2016 die ersten Schritte in diese Richtung gemacht. Wir haben damals sozusagen verkündet, dass wir alle unsere Erweiterungen und Produkte quelloffen bereitstellen. Und wir haben nun gemeinsam mit den Plugin-Herstellern einen finalen Ausweg aus dieser Situation gesucht. Und wir haben neue Möglichkeiten gefunden, abseits der Verschlüsselung für den Schutz des geistigen Eigentums zu sorgen. Also ich mach's kurz und schmerzlos. Vergesst diesen Typen hier. Ab. Shopware 5.5 sind alle Store-Erweiterungen grundsätzlich quelloffen. Wir lösen die Fesseln, wir verabschieden uns endgültig von IonQ und das bietet jede Menge Potenzial für uns alle. Wir werden sehr viel schneller von den Innovationen profitieren können, die beispielsweise aus der PHP-Welt direkt kommen. Die Plugins werden eine höhere Qualität erreichen. Es werden mehr Projekte sozusagen entstehen, wo diese Erweiterungen zum Einsatz kommen werden. Und vor allem wird es dazu führen, dass wir alle gemeinsam weiter wachsen können. Ich persönlich bin total glücklich und freue mich auf eine unverschlüsselte Zukunft mit euch.
Eine Möglichkeit zu wachsen, das ist der zweite große Schwerpunkt der 5-5, ist es ja, den Schritt hinauszuwagen in die große, weite Welt. Und das ist ja exakt einer der Wachstumswege, den wir bei Shopware gerade beschreiten. Und nur um da mal eine Zahl zu nennen, wir hatten letzten Monat erstmalig über 50% der Neuinstallationen außerhalb von Deutschland. Und es ist super spannend zu sehen, welche tollen Projekte dort auf einer internationalen Ebene entstehen. Uns hat interessiert, wie das eigentlich genau bei euch aussieht. Und wir haben in der letzten Shopware-Umfrage im November sozusagen war eine der Kernfragen eben, ja, im Grunde die folgende, dass wir gefragt haben, wer von euch vertreibt seine Produkte außerhalb von Deutschland? Und das Ergebnis war das folgende. 40% haben gesagt, yo, ich bin total international, ich vertreibe meine Produkte eigentlich in aller Herren Länder. 60% vertreiben ihre Produkte ausschließlich innerhalb von Deutschland, teilweise noch bis in die Schweiz oder bis nach Österreich hinein. Der Grund dafür ist einfach. Es macht natürlich nicht für jeden Sinn. Zum Zweiten ist das mit einer Menge Komplexität verbunden. Also, wir können an dieser Stelle sicherlich nicht alle für diese Komplexität verantwortlichen Dinge lösen, aber wir haben uns Gedanken gemacht und überlegt, was können wir von Shopware-Seite aus tun, um diesen Prozess einfacher zu machen, um für weniger Knüppel zwischen den Beinen zu sorgen. Zum Einstieg, der Einstieg. Die ersten Schritte in ein neues Land sind schwierig. Man muss das passende Set an Zahlungsarten, an Versandarten haben. Man muss die steuerlichen und die rechtlichen Aspekte auf dem Schirm haben. Und hier arbeiten wir gemeinsam mit den Herstellern, mit den Mitgliedern des Ökosystems daran, kontinuierlich dafür zu sorgen, dass wir das passende Ländersetting sozusagen für den Start in ein neues Land im Store bereitstellen können. Da haben wir gewaltige Fortschritte gemacht und das ist ein Ding, an dem wir in den nächsten Monaten massiv weiterarbeiten werden. Wir haben uns neben diesen Dingen aber auch angeschaut, wie sieht es eigentlich mit Shopware selber aus? Gibt es in Shopware Stellen, die aktuell noch doof sind, die sich nur schwer internationalisieren lassen? Und ja, wir haben solche Stellen gefunden. Wir haben uns die Kategorien vorgenommen. Es ist ab der 5.5 nicht mehr notwendig, Kategorien zu duplizieren. Man kann alle Übersetzungen auch an dieser Stelle just in place direkt an einer Kategorie vornehmen. Das Gleiche haben wir für alle verbleibenden Inhalte vorgenommen, für statische Shopseiten, für Formulare. All diese Dinge kann ich jetzt sozusagen kinderleicht in eine andere Ländersprache bringen, muss nichts mehr duplizieren und bin damit in der Lage, meinen Shopware-Shop sehr schnell und einfach in verschiedenen Sprachen bereitzustellen. Ja, zu guter Letzt haben wir uns auch das Thema SEO angeschaut, sozusagen da die internationale Brille aufgesetzt und überlegt, gibt es dort Stellen, an denen wir tunen müssen, damit wir eben sicherstellen können, dass diese Sprachversionen, die dann ausgesteuert werden, auch in den internationalen Suchmaschinenindizes gut gelistet werden. Ja, und wir hoffen, dass das dazu beitragen wird, dass mehr von euch den Mut entwickeln und den Schritt über die Ländergrenzen hinaus wagen. Wenn man sich dann mit dieser Maßnahme oder mit einer anderen Maßnahme auf Wachstumskurs befindet, dann ist es wichtig, dass Shopware mithalten kann. Performance ist für viele von euch extrem wichtig und das trifft ganz sicher auch auf die großen Fußballvereine zu, die sozusagen ja in ganz kurzer Zeit ihre Stadien leer verkaufen, die den Ticketverkauf über Shopware machen oder ihr Merchandising über Shopware verkaufen. Und wir haben wesentlich mehr als diese drei. Mir wurde aber gesagt, wenn ich bestimmte Fußballverein-Logos in Kombination zeige, dann fängt die Leinwand hier an zu brennen. Wir haben die erfolgreichen Startups, die in den TV-Formaten wie Höhle der Löwen oder das Ding des Jahres auftreten und in kurzer Sendezeit Tausende von Bestellungen generieren. Und wir haben die Shops mit hohen Anforderungen, wo viel Traffic, viel Dynamik besteht, die einfach kontinuierlich starke Anforderungen an die Geschwindigkeit stellen. Und so war auch in der 5.5 das Thema Geschwindigkeit ein Thema, was wir uns angeschaut haben. Wir haben uns dieses Mal den Admin vorgenommen, das Backend, und haben überlegt, an welchen Stellen können wir das beschleunigen, können wir das verbessern und für mehr Geschwindigkeit und Produktivität sorgen. Und das gucken wir uns exemplarisch mal an. Zur Einordnung, wir haben auf der einen Seite die 5.4, die aktuelle Shopware-Version mit einem klassischen MySQL-Backend und dem gegenüber steht die neue Version, wo wir erstmalig die Möglichkeit haben, auch in der Administration die großen Entitäten, die großen Objekte wie Produkte, Kunden, Bestellungen eben über Elasticsearch zu holen und sind an der Stelle nicht mehr auf das verhältnismäßig langsame MySQL-Backend angewiesen. Und gucken wir uns mal an, was das für einen Effekt hat. Situation, wir öffnen die Kundenliste, die 100.000 Kunden beinhaltet und man sieht schon in der 5.4
hört der Ladebalken gar nicht auf zu laden. In der 5.5 habe ich praktisch keine Ladezeiten, also ist zumindest nicht spürbar. Es geht rasend schnell, ich kann mich praktisch in Echtzeit durch das Ergebnis bewegen. Und das ist schon ein gewaltiger Mehrwert. Das haben wir an vielen Stellen in Shopware gemacht. Das wird eben dazu führen, dass man gerade bei großen Datenmengen viel schneller mit dem Backend arbeiten kann. Ich habe jetzt nicht auf einen Applaus gewartet, ich habe nur geguckt, dass ich die Folie umschalte. Dankeschön. Der dritte Bereich, in dem wir jede Menge gemacht haben, da dreht sich alles rund um das Thema Wissen. Wissen in Rohform, also in Form von Daten und Informationen, entsteht ja pausenlos rund um eure Online-Shops. Und das Problem ist häufig gar nicht, dass wir zu wenig Daten haben. Das Problem ist oft, wir haben so viele Daten, wir stehen vor so einem gewaltigen Berg an Daten, dass wir den Überblick verlieren. Und wenn wir uns diesen Berg an Daten mal als tatsächlichen Berg vorstellen, dann stehen wir sozusagen wie der Ochse davor. In diesen Daten ist aber jede Menge Potenzial verborgen, jede Menge coole Ideen, die dabei helfen würden, eure Shops zu optimieren und damit für ein geileres Einkaufserlebnis zu sorgen. Also müssen wir es irgendwie schaffen, diesen Schatz zu bergen. Wir müssen den irgendwie heben. Und um das zu schaffen, müssen wir leider Gottes ganz nach oben auf die Spitze dieses Bergs. Denn wenn wir erstmal dort oben sind, dann sind wir sozusagen die Checker. Wir haben den kompletten Durchblick. Der Nebel lichtet sich und die Ideen rund um die Optimierung eurer Shops fliegen euch praktisch automatisch ins Gehirn. Also, was haben wir gemacht? Im Grunde ganz einfach. Wir haben einen Weg gesucht, um den Wulst an Daten, der dort existiert, für euch nutzbar zu machen. Einen möglichst effizienten Weg zum Gipfel. Wir machen aus den Daten in euren Shops Wissen. Und das tun wir, indem wir uns auf die wesentlichen Informationen konzentrieren und das Ganze mit jeder Menge neuer Ideen anreichern, die dabei helfen sollen, eure Shops jeden Tag besser zu machen. Und um das zu erreichen, haben wir uns all die Daten, all die Zusammenhänge angeschaut, die es in Shopware gibt. Und wir haben ein Stück weit geschaut, was davon ist eigentlich wichtig und wie können wir das so auf den Punkt gebracht visualisieren, dass sich das dahinterliegende Wissen praktisch automatisch erschließt. Schauen wir uns das mal in einem Beispiel an. Was wir hier sehen, ist die neue Umsatzauswertung. Und was als erstes auffällt, die ist jetzt hübsch. Visualität spielt beim Datenverständnis eine große Rolle. Es ist wichtig, dass wir die Information schnell und intuitiv erfassen können. Wir alle kennen diese unglaublich komplizierten Statistiken. Schöne Grüße an die Excel-Helden dieser Welt. Und deswegen wollen wir den Zugang zu diesen Daten so einfach und intuitiv wie möglich gestalten, damit wir alle unsere Shop-KPIs perfekt im Blick haben. Wir haben also nicht einfach nur die Statistiken hübsch gemacht, wir haben das Ganze mit Mehrwerten angereichert. Wir haben uns überlegt, wie können wir Wissen in die jeweilige Betrachtung einbeziehen? Wie können wir Dinge aufdecken, die vorher verborgen waren? Oder die wir zumindest nicht offensichtlich auf dem Schirm hatten. Schauen wir uns das mal anhand eines Beispiels an. Hier in diesem Beispiel blenden wir sozusagen den Vorjahresumsatz als zusätzliche Dimension mit ein. Wir haben somit einen direkten Vergleich zwischen dem Erfolg, dem, was wir letztes Jahr gemacht haben und dem, was wir heute tun. Und das ist sozusagen ein einfaches Beispiel, aber das zeigt, worum es geht. Es geht darum, dass wir uns reflektieren, dass wir uns die richtigen Fragen stellen und vor allem, dass wir daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Und wir können nicht nur in die Vergangenheit schauen, wir können auch einen begrenzten Blick in die Zukunft wagen. Wir haben eine Forecast-Funktionalität integriert, mit der ihr sozusagen auf Basis saisoneller Daten, auf Basis historischer Daten und auf Basis von aktuellen Trends eine Umsatzprognose für die kommenden 7 bis 14 Tage machen könnt. Und natürlich ist die nie auf den Cent genau, aber darum geht es an dieser Stelle auch überhaupt nicht. Es geht darum, dass man Tendenzen entdeckt, dass man relativ schnell erkennen kann, ob man sich in die richtige oder in die falsche Richtung bewegt. Noch deutlicher wird das bei folgender Statistik. Das ist im Grunde wieder eine Umsatzauswertung, diesmal aber auf Basis der Kundenstruktur. Also wie viel Umsatz mache ich mit Männern und Frauen und wie verteilt sich das auf die verschiedenen Altersgruppen? Und was hier direkt auffällt, sind diese gelben Punkte mit Ausrufezeichen. Die tauchen immer dann auf, wenn das System irgendeine signifikante Stelle in den Daten gefunden hat, die für mich wahrscheinlich interessant ist. Und wenn wir den ersten Mal aufmachen, dann ist die Info relativ trivial. Wir machen den höchsten Umsatz in unserem Beispiel mit Frauen in der Zielgruppe zwischen 45 und 60. Die zweite Info ist da schon interessanter. Die meisten Bestellungen
generieren wir mit männlichen Kunden zwischen 35 und 45. Und wenn man darüber nachdenkt, dann heißt das ja, dass wir sozusagen bei dieser Zielgruppe einen deutlich geringeren durchschnittlichen Bestellwert haben. Und mit dieser Information, mit diesem Wissen, kann ich jetzt überlegen, wie kann ich das ändern? Ich kann diese Erkenntnis verwenden und die mit den Bordmitteln von Shopware kombinieren. Ich könnte jetzt in diesem Fall einen Customer Stream anlegen, genau diese Zielgruppe adressieren, also die männlichen Kunden sozusagen erfassen und dann sozusagen im Marketing über Cross- und Upselling Angebote machen, damit ich eben den Bestellwert in dieser Zielgruppe erhöhe. Und das ist das, worum es geht. Es geht darum, auf Basis dieser Erkenntnisse immer wieder die vielen kleinen und großen Optimierungsziele zu entdecken, an diesen Zielen zu arbeiten, vor allem aber zu wissen, an welchen Stellschrauben muss ich eigentlich drehen, um sozusagen diese KPIs zu verbessern. Und wenn wir nochmal einen Blick auf diesen Berg werfen, auf Mount Data, dann sind wir mit diesen neuen Möglichkeiten gar nicht mehr so weit vom Gipfel entfernt. Aber um den ultimativen Durchblick zu haben, brauchen wir noch etwas anderes. Wir müssen all das Wissen, welches wir rund um unsere Shops erworben haben, in einen Kontext setzen. Wir brauchen sozusagen einen Maßstab. Wir müssen uns vergleichen können. Und dieses Thema, sich vergleichen wollen, ist wieder so ein ureigenes menschliches Ding. Und das kann ich ebenfalls täglich bei meinen Kindern beobachten. Ganz egal, ob es darum geht, wer am schnellsten Fahrrad fahren kann, wer besser Fische ärgern kann oder, und das wird später noch wichtig, wer am meisten trinken kann. Der Maßstab zu sehen, was andere im Vergleich zu mir machen, sorgt für die Motivation, ständig an mir arbeiten zu wollen, Ziele erreichen zu wollen, die gestern noch unerreichbar schienen. Es geht aber nicht nur darum. Jeder, der einen großen Bruder oder eine große Schwester hat, weiß, die gehen einem nicht nur tierisch auf den Sack, sondern bieten auch Halt und Orientierung. Und Orientierung in Form der Möglichkeit, sich vergleichen zu können, ist ein integraler Bestandteil der neuen Statistiken. Man kann über alle KPIs, über alle Auswertungen einen Branchenindex legen und man sieht sofort, in welchen Bereichen man sich steigern kann, wo genau der Frosch die Locken hat. Und damit man jede Menge Futter, oder das liefert jede Menge Futter für spannende Fragen und neue Ideen, die dazu führen, dass wir unsere Shops permanent weiterentwickeln können. Und jetzt mal was Gesundes. Gerade bei diesem Thema ist es natürlich enorm wichtig, dass wir aufpassen, was wir miteinander vergleichen. Und deswegen schauen wir uns mal an, wie das im Hintergrund funktioniert. Erstmal, die Teilnahme an dieser Branchenindex-Funktionalität ist freiwillig, anonym und kostenlos. Anonym ist besonders wichtig, es werden keinerlei Daten, kundenbezogene Daten übertragen, es sind keinerlei Rückschlüsse auf die teilnehmenden Shops möglich. Die Daten werden analysiert und werden sozusagen nach Alter, Größe, Aktivität und Branche gruppiert, damit wir eben sicherstellen können, dass wir nicht Äpfel mit Bieren vergleichen, sondern möglichst gleichgelagerte Shops derselben Branche. Mit diesen Daten werden Modelle trainiert, es werden sozusagen Ableitungen vorgenommen, die dann eben individualisiert werden, geglättet werden und in den Einzelnen und jedem Einzelnen von euch sozusagen zurückgespielt werden. Und somit hat jeder einen mehr oder weniger individuellen Branchenindex, der sehr genau abbildet, wo Optimierungspotenziale und Wachstumsmöglichkeiten individuell für euch bestehen. Schauen wir uns das mal an, wie das genau funktioniert. Wir haben hier eine weitere der neuen Statistiken. Hier geht es um die Auswertung der Conversion Rate im Jahresverlauf. Und man kann nun in dieser und in jeder anderen Statistik über den Schalter Branche die Vergleichsdaten einbeziehen. Das machen wir jetzt mal. Es taucht dann sozusagen eine neue Linie auf, die lila Linie, und die zeigt mir eben an, wie die Branche im Vergleichszeitraum, was die Conversion Rate betrifft, aufgestellt ist. Und in unserem Beispiel sehe ich jetzt, wir haben eine Menge Luft nach oben, 1% weniger, da kann man auf jeden Fall was machen, da sollte man was machen. Und das ist eben die Idee dahinter. Man reflektiert sich, man fragt nach. Man könnte sich jetzt zum Beispiel die Versand- und Zahlungsarten im Branchenvergleich anschauen und schauen, was muss ich ausprobieren, was ist die zündende Idee, um an meiner Conversion Rate zu fallen. Und auch hier nochmal das Beispiel mit der Kundenstruktur. Auch dort habe ich die Möglichkeit, die Branchendaten dazuzuschalten. Bekomme also auch hier im Prinzip den direkten Vergleich zum Erfolg der Branche. Und auch hier haben wir wieder das gelbe Ausrufezeichen, was uns auf interessante Dinge aufmerksam macht. In diesem Fall hat es eben erkannt, dass es eine Zielgruppe in der Branche gibt, die signifikant mehr Umsatz macht im Vergleich zu meinem Shop. Und diese Information kann ich jetzt eben nutzen, kann mir das auf die Agenda schreiben, kann überlegen, muss ich irgendwas im Marketing machen, muss ich mein Produktsortiment möglicherweise anpassen oder erweitern
um diese Zielgruppe besser anzusprechen. Es geht also eben darum, sich Fragen zu stellen und damit permanent neue Ideen zu entwickeln. Und all diese Ansätze, all diese Ideen, all diese neuen Statistiken sind Teil einer großen Vision, nämlich Shopware immer intelligenter machen, dafür sorgen, dass ihr automatisiert Verbesserungsideen rund um die Optimierung eurer Shops bekommt. Und dieses Thema werden wir in den nächsten Shopware-Versionen massiv ausbauen und weiterentwickeln. Wir werden, um in dieser Bildsprache zu bleiben, gewissermaßen eine Seilbahn bauen, damit ihr schnell und unkompliziert zum Gipfel kommt, euch die Ideen greifen könnt und wieder nach unten fahren könnt. Wir haben uns den Datenberg vorgenommen. Wir haben viele neue Statistiken entwickelt, deren Informationen sich intuitiv erschließen. Wir haben geschaut, was können wir in der Anreicherung machen? Welche Dimensionen, welche Zusammenhänge können wir sozusagen dazuschalten, um eben den Erkenntnisgewinn so maximal wie möglich zu gestalten, dass eben beim Betrachten der Statistiken nicht ausschließlich Daten bekannt gemacht werden, die ich schon lange weiß, sondern dass auf interessante neue Zusammenhänge hingewiesen wird. Das alles soll dazu dienen, dass wir intelligent optimieren, dass wir die vielen kleinen Stellschrauben entdecken, an denen wir drehen können, um unsere Shops erfolgreicher zu machen. Dass wir aber eben wissen, an welcher Stellschraube muss ich denn eigentlich drehen, dass wir sozusagen nicht Breitband feuern, sondern sehr intelligent optimieren können. Und mit dem Branchenvergleich schaffen wir die Möglichkeit, uns zu reflektieren. Wir können schauen, an welchen Stellen sind wir gut aufgestellt, wo haben wir noch Verbesserungspotenzial und können das Ganze sozusagen als Orientierung verwenden, als Maßstab, der uns weiterhilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. All diese Dinge sind Beispiele dafür, welche Möglichkeiten entstehen, wenn wir als Community stärker zusammenarbeiten, wenn wir unser Wissen und unsere Erfahrung auf einer breiten Ebene teilen. Denn dann entstehen Mehrwerte, die jeden Einzelnen von uns individuell nach vorne bringen, die in Summe aber dazu führen, dass wir alle permanent an uns arbeiten, dass wir alle jeden Tag ein bisschen geiler werden. Und dabei soll euch insbesondere die 5.5 mit den vielen neuen Funktionen unterstützen. Also die Beta-Version von 5.5 steht ab sofort zum Download bereit. Ihr könnt das Ganze also ausprobieren. Dankeschön. Ihr könnt das Ganze also ausprobieren und uns auch dazu gerne Feedback schicken oder das Ganze auch hier heute vor Ort natürlich am Shopware-Stand euch live vorführen lassen und euch direkt sozusagen angucken. Der Sebastian Klöpper wird euch gleich das Shopware 5-Universum genauer vorstellen, natürlich auch die 5.5 nochmal in detaillierter Form vorstellen, die vielen kleinen Funktionen, an denen wir gearbeitet haben. Er wird aber auch alles rund um Shopware Enterprise Universum mitbringen, also eine neue Version der B2B-Suite und viele weitere interessante Informationen, was dort sozusagen gerade vor sich geht. Ja, fassen wir nochmal zusammen. Wir sind sozusagen gestartet mit dem Thema Vorstellungskraft und Mut, dem Leitthema des heutigen Tages, Beyond Horizon, neue Ideen zuzulassen, mehr Ideen zu diskutieren. Und bitte, liebe Leute, lasst uns heute direkt damit anfangen. Wir haben über die Zukunft gesprochen, über Automatisierung, Individualität und Erlebnisse, die Trends, die den Onlinehandel der Zukunft bestimmen werden. Wir schaffen eine neue Basis, um perfekt auf diese Trends vorbereitet zu sein. Im Herbst dürft ihr in Form von Playground selbst ran, ihr dürft alles ausprobieren, ihr könnt eure eigene individuelle Vision der Zukunft verwirklichen. Und im Hier und Jetzt haben wir eine richtig heiße neue Shopware-Version mitgebracht. Die wird nicht nur endgültig die Fesseln sprengen, sondern auch für jede Menge neue Wachstumsmöglichkeiten sorgen. Die neuen Statistiken werden intelligent angereichert und bieten euch jede Menge Futter für neue Ideen. Lasst uns diesen Tag nutzen und mit Vorstellungskraft und Mut jede Menge neue Gedanken und Ansätze voranbringen. Ich freue mich auf die vielen interessanten, inspirierenden Gespräche mit euch, insbesondere natürlich auf dieses 1-Milliarden-Euro-Gespräch mit der Person, die hier im Publikum sitzt. Vielen Dank, dass ihr heute dabei seid. Dankeschön.